Die Experten haben entschieden. Der Berliner Senat darf die Immobilien großer Konzerne vergesellschaften. So steht es in dem Bericht, den eine Kommission zum Volksentscheid Deutsche Wohnen und Co. enteignen an Kai Wegner übergibt. Der Berliner Bürgermeister lehnt das aber dennoch weiter ab. Es ist kein Geheimnis, dass ich, was das Thema Vergesellschaftung angeht, stets skeptisch war. Ich bin es immer noch. Und ich halte auch das Thema, wenn wir die Probleme anpacken, die ich am Anfang beschrieben habe, halte ich das Thema Vergesellschaftung weiterhin für den falschen Weg. 2021 hatte eine große Mehrheit der Berliner für die Verstaatlichung von Wohnungen großer Konzerne gestimmt. Im Anschluss setzte der damalige rot-grün-rote Senat die Expertenkommission ein, die in ihrem Abschlussbericht nun zum Ergebnis kam, dass eine Vergesellschaftung von Immobilien rechtlich grundsätzlich möglich ist. Ich glaube, dass der Senat in der Pflicht ist, das so umzusetzen, wie es die Kommission jetzt eben auch besprochen hat und wie die Berlinerinnen und Berliner das vor knapp 2 Jahren abgestimmt haben. Die warten seitdem darauf, dass ihre Stimme umgesetzt wird und jetzt ist es endlich an der Zeit dafür. Nach Plänen der Initiatoren des Volksentscheids sollten alle Immobilienunternehmen mit mehr als 3000 Wohnungen enteignet werden. Das wäre laut Bericht zulässig. Die Firmen müssten der Kommission zufolge dafür entschädigt werden. Über die Höhe herrscht jedoch Uneinigkeit.